Zeit, Herr Rosse. Ich gebe Ihnen insgesamt 10 Wochen. 20 ja. Stück bis Ende Juli. Auftragsbestätigung bekommen Sie spätestens bis übermorgen preisvereinbart. Ja. Wenn Sie gute Arbeit leisten, dann werden wir weitersehen. Der altenglische Trend ist immer mehr im Kommen. Wenn Ihre Firma clever ist und Ihre Kapazität ausweitet. Na Rudolf, was gibt es Neues? Neues, Chef. Einer hat wieder gewonnen. So! Auf Wiedersehen, Herr Horster. Auf Wiedersehen, Herr Eichholz, und Sie melden sich, ja? Zentrale. Ja, geben Sie mir die Nummer 47, 58, 57, ja? Prost, Tante Lotte. Vor mir brauchst du die Flasche nicht zu verstecken. Und warum sollte ich? Ich tue doch nur was für meine Gesundheit. Du, ich habe einen tollen Plan gemacht. Weißt du, was auf die Firma Eichholz und Söhne zukommt? Nein, aber du wirst es mir gleich erzählen. Weißt du, wen ich vor 3 Wochen auf der Möbelmesse wieder getroffen habe? Rein zufällig. Meinen alten Chef. Möbelhorster. Ich soll ihn mal besuchen bei Gelegenheit, hat er gesagt. Und das habe ich heute getan. Und? 20 altenglische Bücherschränke. Hier, dieses Regency-Modell habe ich vorgeschlagen und er war begeistert. Na, gefällt's dir? Ja, nicht schlecht. Und das ist erst der Anfang, sagt Horster, wenn Eichholz und Söhne clever sind. Clever? Na, hoffentlich ist dein Vater ebenso begeistert wie du. Na ja, ein hübsches Stück. Aber 20 Mal unmöglich. Wir haben 10 Wochen Zeit. Es geht hier nicht um Zeit, es geht ums Prinzip. Eichholz und Söhne restaurieren antike Einzelstücke seit über 100 Jahren. Fließbandarbeit lehne ich ab. Lieber verbrenne ich mein Werkzeug. Die Zeiten haben sich geändert. Wir leben nicht im Biedermeier. Leider. Aber das gilt Gott sei Dank nicht für uns. Hier bleibt alles beim Alten. Jeder von uns hat reichlich zu tun. Kleckerkram. Es ist eine künstlerische Arbeit, die noch Freude macht, weil sie menschlich ist. Keine seelenlose Fließbandhetzerei. Hast du nur die Maße? Ich wundere mich, dass du gelegentlich Auto fährst. Was heißt denn das? Du solltest die Postkutsche benutzen. Sag mal, bist du Streit? Den haben wir schon. Diese Fummelei habe ich satt. Ist oben hin. Ja, weil du nie im Leben zufrieden sein kannst. Das ist dein Charakter. Immer ruhelos, von Ehrgeiz zerfressen, immer wild auf was Neues. Und dein Charakter? Wie würdest du den beschreiben? Du klebst an der Vergangenheit. Du bist stur. Jede neue Idee wird von dir grundsätzlich verteufelt. Hä? Ist das denn wirklich eine solche Schande, wenn wir ein schönes klassisches Modell 20 Mal kopieren? Hör auf, sage ich dir. Noch bin ich hier der Chef. Wenn ich erst im Sarg liege, dann könnt ihr von mir aus alles auf den Kopf stellen. Amen. Schmecken euch meine Rouladen nicht? Doch, Leutchen, prima. Komm, nimm noch eine. Nein, danke. Und du, Konrad. Danke, mir ist der Appetit vergangen. Ja, also. Was sind eigentlich Carla und... Carla holt Martin von der Schule ab. Sie muss ihm neue Schuhe kaufen. Sie essen dann in der Stadt. Was gibt's denn zum Nachtisch? Apfelmus und Preiselbeeren. Für mich bitte nicht, ich muss gleich gehen. Kannst du nicht warten, bis wir alle fertig sind? Kannst du mir sagen, ob es dein letztes Wort war? Dein Fließband-Tick? Dumme Frage, du kennst mich doch. Vater, ich stehe da wie ein Vollidiot. Möbelhorster hat mein Wort. Wie soll ich da wieder rauskommen? Dein Problem hättest du dir vorher überlegen müssen. Die Firma heißt immer noch Eichholz und Söhne und nicht Konrad Eichholz. Hast du verstanden? Es war deutlich genug. Mir reicht's jetzt. Und du, warum sagst du kein Wort? Er verplant uns beide, ohne vorher zu fragen. Du bist der Ältere. Warum rufst du nicht zur Ordnung? Wozu soll ich mich aufregen, Vater? Du bist der Boss. Was ist denn das für eine Einstellung? Die beste, wenn man seine Ruhe haben will. Ruhe, ja. Dass Konrad zu viel hat, dann Ehrgeiz hast du leider zu wenig.
Hätte längst an dich übergeben, Junge. Wenn ich nur wüsste. Wenn was? Deine Auftraggeber gefallen mir nicht. Besonders diese Frau Stäuben. Wie die manchmal mit dir umspringt, als ob du ihr Leibeigner wärst. Robert, übertreibst du nicht ein bisschen? Warst du dabei? Ich habe Augen im Kopf. Mir gefällt diese geschniegelte Dame nicht. Und es ärgert mich, dass mein Ältester sich von so einem Weibsbild herumkommandieren lässt. Vater, fang nicht auch noch mit mir an. Wir haben eine feste Abmachung. Jeder hat seine eigenen Kunden, jeder arbeitet selbstständig. Wir helfen einander manchmal, okay, aber bitte keine Einmischung und keine Bevormundung. Moment mal, Moment. Wenn es um den guten Ruf meiner Firma geht, dann werde ich wohl noch das Recht haben. Ich muss jetzt gehen. Was denn, mein großer Chippendale? Du wolltest mir doch helfen. Morgen ist auch noch ein Tag. Heute treffe ich mich mit der geschniegelten Dame. Mahlzeit. Übrigens hat die Firma Hessenland angerufen. Sie wollen endlich ihre Rechnung haben. Vielleicht könnt ihr mir einmal eure Arbeitsstunden geben. Das sind nur meine Söhne. Die sind ganz in Ordnung. Natürlich, fall du mir auch noch in den Rücken. Wenn du eine Ja-Sagerin brauchst, musst du umdisponieren. Haushälterin kann man kündigen. Charlotte, du weißt ganz genau, dass du hier nicht nur Haushälterin bist. Nicht nur. Das hast du fein gesagt. So habe ich das nicht gemeint. Komm, lass uns einen Cognac zusammen trinken. Das war dein erstes vernünftiges Wort heute. Na, mal bin ich denn wirklich so ein sturer alter Bock? Stur? Ja. Alt? Ja. Bock? Das Tier ist mir ein bisschen zu niedlich. Da kommen Sie mir nicht damit, Herr Kösfeld. Der Termin war fest vereinbart. Was heißt denn hier Engpass? Engpässe gibt es bei uns alle Tage, da muss man eben durch. Aber nicht doch, Herr Kösfeld, nicht mit mir. Andere Fabrikanten bauen auch schöne Küchen. Moment mal. Ich gebe Ihnen mal meinen Einkaufsleiter. Fabian, es tut mir leid, Herr Kösfeld, aber... Nein, Herr Kösfeld, Sie selber hatten den Termin vorgeschlagen. Jetzt kann ich hier Ihre Fehler ausbaden. Ja, was ist denn, Sigrid? Eichholz wartet draußen. Herr Eichholz? Aber Sie müssen doch mich... Das tut mir leid, er muss sich ein bisschen gedulden. Hier sind die Briefe zu unterschreiben. Ja, die legen Sie dorthin. So denken Sie doch... Und Sigrid, den Tisch für heute Abend müssen Sie abbestellen. Stattdessen bringen Sie mir Camembert, Scheibe Schwarzbrot und Tee. Ja. Es tut mir sehr leid, Herr Kösfeld, aber ich kann das nicht länger durchgehen lassen. Nein, es tut mir sehr leid, Sie müssen mir heute einen genauen Termin nennen. Moment mal. Hallo? Ja, hier nochmal Horster. Heute haben wir Dienstag. Wenn bis nächsten Montag die Kisten nicht hier sind, sind wir geschiedene Leute. Danke. Sie sind viel zu ängstlich, Herr Fabian. Dreimal haben Sie sich bei dem Kerl entschuldigt. Tut mir leid, Herr Kösfeld, tut mir leid, tut mir leid. Wenn Sie so pflaumenweich mit den Leuten umspringen, dann werden die immer unverschämter. Herr Kösfeld war immer ein pünktlicher Lieferant. Wir arbeiten mit ihm seit 30 Jahren. Ihr Herr Schwiegervater... Mein Herr Schwiegervater ist tot, jetzt bin ich hier der Chef. Ich kann einen Vertragsbruch doch nicht einfach schlucken, nur weil mein Schwiegervater mit diesem Herrn irgendwann mal befreundet war. Oder wollten Sie mir vielleicht das empfehlen? Natürlich nicht. Aber es gibt Fälle. Sie sind hier der Einkaufsleiter. Es ist Ihr Bier und nicht meines, Ihre Sache und nicht meine. Ich rate Ihnen dringend, bringen Sie das bis nächste Woche in Ordnung. Danke. Ich bin mit den englischen Stilperioden sehr gut vertraut. Sehr schön. Aber darauf kommt es gar nicht so sehr an, Fräulein Stone. Oh, bitte, sagen Sie Belinda zu mir. Ich habe jetzt 7 Semester Kunstgeschichte hinter mir und ich... Ich weiß. Deshalb habe ich Sie aus einem Dutzend Bewerberinnen herausgefischt. Kunstgeschichte ist natürlich sehr nützlich. Aber noch nützlicher wären 7 Semester Psychologie, wenn ich das vorausschicken darf. Psychologie? Ja. Die Psychologie des Verkaufens. Hineinschlüpfen in die Seele des Kunden. Man braucht in jeder Branche als Verkäufer ein gewisses Talent, aber das Verkaufen von Antiquitäten ist mehr. Eine Kunst, beinahe Philosophie. Ich jedenfalls, ich werde mir die größte Mühe geben. Na los, versuchen Sie Ihr Glück. Okay. Belinda? Ja? Ihr Western-Look ist sehr süß, aber ich glaube, er passt nicht so ganz zum Stil meines Hauses. Stehen. Guten Tag. Haben Sie einen besonderen Wunsch, mein Herr? Einen besonderen Wunsch? Habe ich immer. Ich wollte sagen, könnte ich vielleicht irgendetwas für Sie tun? Oh ja. Das könnten Sie, da bin ich sicher. Well, darf ich fragen, was Sie meinen? Fragen dürfen Sie, aber
Ich traue mich noch nicht, ehrlich zu antworten. Noch nicht. Wir kennen uns ja erst seit einer Minute. Sind Sie Engländerin? Nein, Amerikanerin. Ich studiere Kunstgeschichte. Aha. Da wollen Sie jetzt Ihre Schulweisheit hier in die Praxis umsetzen. Das finde ich sehr schön von Ihnen, Fräulein. Stone. Stone. Belinda Stone. Belinda. Wissen Sie, was ich mir seit Jahren am sehnlichsten wünsche? Nein. Einmal mit einer Amerikanerin französisch... Essen zu gehen. Essen zu gehen. Hätten Sie heute Abend Zeit? Sie haben ein enormes Tempo. Ich war mal Rallye-Fahrer. Trotzdem schlage ich vor, dass wir erst einmal über Ihre Wünsche sprechen. Ja. Ich meine über Ihre Kaufwünsche. Wie ich sehe, haben Sie sich schon miteinander bekannt gemacht. Bekannt gemacht? Sorry, no. Ich weiß nicht, wer der Herr ist. Der Herr ist mein Restaurator. Der Kunstschreinermeister Eichholz, Junior. Manfred für Freunde. Manfred, kommen Sie her. Ich habe noch ein Hühnchen mit Ihnen zu rupfen. Heute Abend französisch? Rupfen Sie lieber erst Ihr Hühnchen. Ja. Ja? Du kommst reichlich spät. Nee, kann ich das nur wieder gut machen? Ach, mir ist nicht nach Witzen zumut. Sondern? Ich muss mit dir über einen Auftrag sprechen. Ja, also, wenn ich Sie recht verstehe, dann wird aus unserem Geschäft nichts. Tja, leider vorerst. Mit meinem Vater wird es immer schwieriger. Ich weiß auch nicht. Sagen Sie, Herr Eichholz, wie alt sind Sie eigentlich? 32. Mhm. Sie waren mal 2 Jahre bei uns Verkäufer, ein guter Verkäufer. Dann sind Sie doch wieder zu Ihrem Vater zurück. Was können Sie eigentlich noch außer Kunstschreinerei und Verkauf? Oh, eine ganze Menge. Ich hab's Ihnen mal aufgeschrieben. Ach so. Da fehlt ja wirklich nichts. Innenarchitektur, Betriebswirtschaft, Verkaufstraining und das alles in Abendseminaren. Sind ja ein richtiger Streber, wie? Schon möglich. Ich will weiterkommen. Naja, ich hab nichts gegen Streber, im Gegenteil. Sagen Sie... Soll das eine Bewerbung sein? Neulich auf der Messe sagten Sie... Ja, ich weiß, das gilt auch heute noch. In diesem Betrieb muss radikal verjüngt werden. Aber eins verstehe ich nicht. Mit Ihren Kenntnissen hätten Sie doch längst Karriere machen können. Warum sind Sie immer wieder in Vaters Miniwerkstatt zurück? Weil ein Abteilungsleiter bei Möbel Horster genau wissen muss, wie seine Ware von innen aussieht. Weil er gründlich Bescheid wissen muss, wie die Schreinermeister in früheren Jahrhunderten gearbeitet haben. Sagten Sie Abteilungsleiter? Ja, Sie haben richtig gehört. Ich will mich zwar verändern, aber nicht verschlechtern. Okay, Herr Eichholz. Ich mag selbstbewusste Mitarbeiter. Aber bevor wir weiterreden, noch eine letzte Warnung. Möbel Horster ist kein Sanatorium. Ich bin nicht kränklich, Herr Horster. Na prima. Dann lasst uns über Zahlen reden. Zigarre? Danke, ich bin nicht Raucher. Wann können Sie anfangen? Was wollen Sie verdienen? Anfangsgehalt 3,2. Und die Autokosten übernimmt er auch. Und sogar einen Wohnungszuschuss gibt er. Er ist wirklich auf alles eingegangen. Das wird eine schöne Geburtstagsüberraschung für deinen Vater sein. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Opa. Danke dir, Martin. Alles Liebe für dich, Vater. Danke dir, mein Kind. Weiterhin eiserne Gesundheit. Danke, fühle mich pudelwohl. Herzlichen Glückwunsch, Vater. Wir freuen uns jetzt schon auf deinen 100. Nein, übertreib mal nicht. Das nächste ist erstmal mein 70. Bis dahin wird dir noch allerhand Leim gekocht. Gratuliere dir von Herzen, mein Alter. Danke. Die Geschenke sind drüben aufgebaut. Geschenke, ihr seid wohl nicht bei Trost. Wir haben doch klare Abmachung. Abmachung? Du wolltest uns etwas verbieten, was wir uns nicht verbieten lassen. Zu einem Geburtstag gehören Geschenke. Ja, das hat deine Schwester auch immer behauptet. Ja, und trotzdem habe ich sie abgewöhnt. Die war auch mit dir verheiratet und ich nicht. Na dann Prost. Prost. Oh. Ha. Und jetzt gehen wir alle frühstücken. Ausgeschlossen. Erstens habe ich keinen Hunger. Zweitens habe ich versprochen, diesen Camperbelly so schnell wie möglich fertig zu machen. Soll nämlich auch ein Geburtstagsgeschenk sein. Na schön. Wir sehen uns dann später. Wieso? Gehst du weg? Ich habe eine Besprechung in der Stadt. Ich muss einen Kunden besuchen. So. Na, dann guten Appetit, meine Herren. Danke. Ich stelle sie dir ins Wasser. Danke dir. So. Und wer stellt mir nun den Strom wieder an? Ich natürlich.